Fruity, 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 fruity. Hallo und willkommen in der Chaos Kitchen 51. Ich begrüße euch mal wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich euch ein leckeres Basilikum Pesto. Und wie das Wort schon sagt, befindet sich in dieser Pesto-Soße Basilikum, Pinienkerne, Parmesan, Knoblauch, Meersalz und Olivenöl. Pinienkerne dann in einer Pfanne anrösten, bis sie goldbraun sind. Das Ganze ohne Fett. Nachdem die Pinienkerne goldbraun sind, geben wir sie auf einen Teller und lassen sie abkühlen. Nun putzen wir unseren Knoblauch und schneiden diesen in kleine Stücke. The moon is lit by my heart. The stars they shine from your glowing. The moment we kiss a comet. Jetzt zupfen wir etwa 20 Blätter von unserem Basilikum ab. Nun geben wir das Basilikum, das Meersalz sowie den klein gehackten Knoblauch in einen Mixer und hacken das Ganze gut klein. Stella sopra, sapere per sempre. Nun geben wir Schritt für Schritt unser Öl hinzu und vermengen das Ganze weiter. Nun ist es Zeit für unsere Pinienkerne, welche wir nun hinzugeben und weiter mixen. Damit wir ein richtig gutes Pesto bekommen, brauchen wir noch unseren Parmesankäse, welchen wir unterheben. Wie gesagt, den Parmesankäse nicht mehr mixen, sondern nur unter unsere grüne Soße heben sozusagen. Ja, das Ganze gut verrühren und dann in saubere Gläser abfüllen. For it's you that I adore. Every star that's up above. Nun haben wir ein wunderbares Pesto, welches gut zu Nudelgerichten oder auch als Brotauftrich geeignet ist. Ihr könnt das Pesto ca. 3-4 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Ja, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Rezept. Basilikum Pesto von Chaos Kitchen 51. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr mir Kommentare und Daumen hoch hinterlasst. Abonniert mich und ja, im Anschluss des Videos seht ihr noch ein paar Informationen von Chaos Kitchen 51. Ansonsten verbleibe ich mit lieben Grüßen, euer Tom. Bis bald! Neue Gerichte, Kooperation mit euch zu bestimmten kulinarischen Genüssen. Die Fortsetzung der Staffel Hildegard von Bingen. Und eine Special-Serie über Berlin kocht.